wem ich zu verdanken habe, dass wir heute hier noch dieses Interview mit Ihnen machen können, der Jochen Maas. Also ich bin abgeflogen, da wo damals die ganzen Mercedes-Fahrzeuge abgeflogen sind, an dem Hügel, kurz vor Ende Start und Ziel bei rund 360, 370 Stundenkilometer. Der damalige Entwicklungsingenieur hat mir 1,35 Ladedruck erlaubt, das entsprach ungefähr 820 PS. Und der Apparat, der ging im fünften Gang, oder damals fuhren wir ja noch vier Gang, bis am Begrenzer rein, alle Lampen waren an und ich hatte so viel Spaß. Und dann habe ich links einen Reifenschaden erlitten, aber kurz vor dem Hügel, wo die Mercedes abgehauen. Und das ging alles so schnell. Und dann, mein Glück war, dass in dem Jahr 82 die Leitplanken auf 3 erhöht worden sind, weil ein Jahr vorher ist ein holländischer Kollege über die zweifache Leitplanke rechts in den Wald geflogen, hat sich um so einen Baum gewickelt. Und ich bin auf der dritten Leitplanke hängen geblieben und bin dann rund 400 Meter weit geflogen. Meine Räder waren abgeschlagen und dann natürlich auf der Bodengruppe war nichts zu bremsen. Meine Windschutzscheibe ist weggeflogen und immer wenn ich mich in Front gedreht habe, kamen die Flammen ins Auto rein. Und ich war dann aber auch bewusstlos. Und ehe die Helfer da waren, der Jochen Maas stand da und der Edgar Dören, auch Gott hab ihn selig, die haben mich mit aus dem Auto befreit. Natürlich mit dem Personal, mit dem Bergepersonal. Aber als erstes haben die damals Pulverlöscher voll ins Cockpit reingehauen, um die Flammen zu erlöschen. Und da habe ich gedacht, und hallo, und die haben alles genommen, was sie zur Verfügung hatten. Hallo, ist toll, wenn noch jemand drin sitzt. Ja, das war für mich der Wahnsinn. Ja, also ich muss sagen, kein Atem. Und da habe ich gedacht, das hast du bis hierhin geschafft. Ob man verbrennt oder erstickt. Und das war die Hölle für mich. Aber Gott sei Dank waren dann die Flammen um mich herum weiter weg. Aber die Hitzeentwicklung, die war so brutal. Ja? Und ich habe immer noch, ich bin ja mein Leben lang immer mit offenen Sturzhelmen gefahren. Und immer, wenn ich mich auch in Front gedreht habe, die Flammen kamen nach vorne rein. Also das war schon höllisch. Das war einer meiner schlimmsten Unfälle, wobei ich lediglich von den Sicherheitsgurten rechts und links ein paar Druckstellen hier oben auf die Schulterblätter hatte. Das war eigentlich alles. Ne? Und eine leichte Lungenverätzung. Ja, und dann komme ich nach Hause und da sagt meine Mutter, Junge, willst du nicht mal langsam ein halbes Jahr Pause machen? Ich sage, nee, Mutti, ich muss nächste Woche schon wieder in den USA, hatte ich in IMSA-Rennen und habe alles abgeschüttelt, habe dann auch den ganzen Unfall klein gehalten. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe so viele Horrorunfälle auch im Leben gehabt, auch auf der Nordschleife, wie weit ich manchmal geflogen bin. Ich war einfach unzerstörbar. Ja. Gott sei Dank. Also ich habe alles sehr, sehr gut überstanden, muss ich wirklich sagen. Sie haben gar keine bleibenden Schäden, oder? Oder keine Verbrennung, die noch irgendwie... Nein, ich hatte eine Lungenverätzung und Verbrennungen. Also der letzte Unfall mit Feuer war in Diepholz 1989. Und zwar, der Peter Stürz hatte einen Sportwagen in Verbindung mit BMW Paul Rosche im Untergrund mehr oder weniger in München gebaut. Und in diesem Auto war ein Original BMW Formel 1 Motor. Der hieß nur damals, als wir bei Eros liefen, Megatron. Aus Beständen, aus den Formel 1 Beständen von früher. In Topleistung hatten die so um 1300 PS und ich bin ungefähr mit 1100 PS gefahren. Das war das einzige Mal, dass ich in meinem Leben gesagt habe zu den Mechanikern, bitte geht's auch mit etwas weniger Leistung. Da haben sie gesagt, nein, dann stimmen die ganzen Kennfelder nicht. Und da war ja damals mechanische Einspritzung mit allem drum und dran. Ja. Ich hatte Top-Mechaniker an dem Auto und es war brutal. Wie ich auf der Geraden an den Nissan, an der Porsche 962 vorbeigefahren bin. Wahrscheinlich mit Rauch im Radkasten von durchdrehen. Es war der Walli Mertes, der stand damals irgendwo auf einer Tribüne und er hat gesagt, allein die Beschleunigungsorgie, das wäre so geil gewesen. Morgen im Rennen stellt er sie auch da, das war ein Training. Und er sagt, der vom Sound her und von der Beschleunigung, man muss sich vorstellen, 890 Kilogramm
1150 PS, es war sensationell. Dass ich das in meiner Karriere erleben durfte, das war so toll. Und jedenfalls hatte ich im oberen Drehzahlbereich, oberhalb von 11.000 Umdrehungen, hatte ich leichte Aussetzer. Und dann sind die Mechaniker hingegangen, haben mir etwas mehr Benzindruck gegeben. Und dann passiert Folgendes. In der vierten, fünften Runde gucke ich in den Spiegel nach dem Start. Da ist eine Schweißnaht vom Catchtank aufgegangen. Natürlich Kraftstoff, heiße Turbo und riesige Flammen hinten raus. Und ich wollte unbedingt auch das Auto retten, weil das Auto war ein Traum. Und dann fahre ich in Diepholz auf dem Flugplatz an so einen ONS-Rettungswagen ran, war aber zu schnell und habe gemerkt, ich kriege den nicht runtergebremst, tue einen Gang rein und fahre zum nächsten Rettungswagen. Mit einem brennenden Auto. Ja, und habe aber vergessen, meine Gurte loszumachen. Ich habe erst ans Auto gehört, alle Benzinpumpen, alles ausgemacht. Und was ich nicht berechnet habe, dass der Wind umgeschlagen hat und ich saß komplett in den Flammen. Und dann hat mich jemand aus dem Auto gezogen, vergessen ihn, mit einem Lacoste-Hemd an, blanke Arme. Die Gurte hatte ich inzwischen aufgemacht, die Augen zugemacht. Und da existieren ja überall tolle Bilder und Filmaufnahmen. Und die haben mich dann aus dem Auto rausgezogen. Also das war das letzte Mal, wo ich im Feuer gesessen habe. Ich wusste nur, damals fuhren wir mit 100 Liter. Und ich hatte ungefähr noch 90 Liter Sprit, 85 Liter Sprit im Auto. Der konnte mich daran erinnern. Also Sie können. Und dann haben die mich aus dem Auto gezogen. Und jetzt geht's weiter. Damals haben wir ja alle noch relativ lange Haare getragen. Die Balaklava hatten die Haare wohl nicht ganz abgedeckt. Und meine Haare waren angesenkt, rechts oder links. Und die haben gestunken. Dann bin ich hingegangen zu meinen Mechanikern, haben die mir die Haare einfach, alles was so angesenkt war und so abgeschnitten, habe ich geduscht. Und dann habe ich anschließend zwei DTM-Rennen gefahren und bin einmal Dritter und einmal Fünfter geworden. Weil mein Chef hat gesagt, wenn du nicht möchtest, brauchst du nicht fahren. Hast du einen Schock oder irgendwas? Ich sage, ich habe gar nichts, es ist warm geworden. Angesenkte Haare im Nacken. Ja, das war alles, die stinkigen Haare, da der Rest angesenkt, haben wir abgeschnitten. Und dann habe ich zwei DTM-Läufe gefahren. Vor allen Dingen etwa mehr oder weniger ja Diepholz wie Nürburgring oder Siegerland, das waren ja damals mehr oder weniger Heimspiele, viele Bekannte, Kollegen sind hingekommen und dann habe ich weitergefahren. Ich habe ja nichts gehabt. Ja. Der ein oder andere hätte vielleicht gedacht, Glück gehabt und so. Und, also Sie können eigentlich vielfach im Jahr Geburtstag feiern. Ich habe sicherlich 8 bis 10 neue Personalausweise. Eigentlich, ich habe wirklich meine gesamte Karriere, ich habe brutal viel Glück gehabt, weil bei mir, das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ich habe immer glückliche Einschlagwinkel gehabt. Also wenn man sich plötzlich irgendwo drum wickelt oder sagen wir mal, die G-Kräfte sind so brutal hoch, dass sich alles zusammenschiebt, weil der schwächste Punkt ist ja nun mal die Nackenmuskulatur. Und wir haben ja damals nicht so weit gedacht, wenn ich an die 956 denke, an die Porsche 962, die Aluminiumchassis, gegenüber die Kohlefaserchassis, die später gekommen sind, heute, wie sicher die Kollegen, die heute verunglücken im Formelsport oder im Sportwagen, steigen bei jedem, die steigen aus, die schütteln sich einmal und dann ist die Welt in Ordnung. Und Flammenunfälle gibt es auch nicht mehr. Unsere Autos ausgesehen habe, wenn ich denke von dem Stefan Belloff in Spa, der ja in meinem Auto leider tödlich verunglückt ist, die Vorderachse, die gesamte Stufe, gut, der ist halt auch stumpf eingeschlagen, die gesamte Vorderachse bis ans Cockpit rangeracht war. Also das war schon heftig. Ne? Böse Geschichte. Er ist ja leider in meinem Auto in Spa tödlich verunglückt. Mhm. Und das ist aber nur deshalb passiert. Das Auto fuhr normalerweise das Schießerauto stuckgroß in der Weltmeisterschaft und bei sporadischen anderen Veranstaltungen. Und aus Schießer wollte gerne in Belgien unbedingt den Thierry Boutsen haben. Aber das Pärchen Belloff und Boutsen wollte man nicht auseinanderreißen vor der Größe und die haben sich auch super verstanden. Und dann haben die mein Auto gefahren. Ich bekam dann aber damals den gleichen Lohn vom Walter Brun und habe mich dann ein bisschen um Sponsoring-Akquise bzw. um die Kunden gekümmert. Und heute bin ich mit Stefans Lebensgefährtin Angelika
seit 30 Jahren zusammen und seit 15 Jahren glücklich verheiratet. So ist es manchmal, so spielt das Leben. Aber ich habe, und der Stefan war auch ein Hasardeur, aber der wusste schon, was er getan hat. Der war im Autofahren als Gegner und im Rennen, wir sind ja auch einige Rennen zusammengefahren, gnadenlos. Aber da hat er nicht den Schutzengel gehabt, den ich permanent hatte bei meinen Horrorabflügen. Ohne Physik zu kennen, immer im richtigen Winkel eingeschlagen. Ohne, ja. Und da reichte leider also ein Unfall, wo er natürlich auch ein bisschen hasardiert hat. Das war natürlich eine persönliche Fehde mit Jackie X, ne? Ja. Und, eigentlich ein Unfall mit Ankündigung, oder? Also da gibt es ja viele Geschichten um dieses Ganze. Ich habe jetzt eine Biografie von ihm mal gelesen, wo er gesagt hat, um den Jakob, wie er ihn immer genannt hat, kann man Kreise fahren. Ja, ja. Da fahre ich in der Eau Rouge außenrum vorbei, das nicht geht. Aber eins muss ich auch nochmal ganz klar sagen, auch wenn ich mit der ganzen Familie da immer Diskussionen hatte, in der Eau Rouge bei zwei gleich starken Autos und Fahrern ist nur für einen Platz bei aller Liebe. Bei dem Tempo, ne? Ja, der Jackie hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich muss aber auch kurz noch einhalten, die Vorgeschichte. Der Butzen kommt an die Boxe. Es ging also immer um Platz 1 und 2. X Rossmans und mein Auto. Und daraufhin übernahm der Stefan das Auto. Ich war im Auto, ich war auch übrigens der Letzte, der mit Stefan gesprochen hat. Der setzt sich rein, will starten, Dampfblasenbildung, der Koffer springt nicht an. Hat so 8 bis 10 Sekunden gedauert. Dann sprang er an, der Stefan fährt schon mit durchdrehenden Rädern bis vorne an die Ampel und da macht natürlich der Typ, der die Ampel bedient, auf Rot, weil der X von oben runterkam. Und dann ist der Stefan 3-4 Runden hinterher gefahren, bis geht nicht mehr. Und dann war leider in Eau Rouge Wahnsinn. Alles zu Ende.